Hallo zusammen, hier ist wieder heute Abend, heute wieder für euch in The Wolfen unterwegs und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir finden können unter Erkunden und dann Wolfen und hier haben wir das Achievement Mampfen mit Glublub und dafür müssen wir Folgendes machen: Bringt einen ätherischen Schimmerling zu Glublub und ja, mehr ist es quasi nicht. Es ist eine relativ simple Sache, so wie ich das jetzt verstehe. Glublub haben wir hier auf den Koordinaten 44, 50. Dann gibt es Kristalle hier auf den Koordinaten 60, 40 und 62, 42. Und wir müssen jetzt so ein Kristall anklicken, dann hier in dem Bereich auf 58, 33 fliegen mit diesem Buff, dieses Viech holen und dann zu dem Glublub. Also so soll das anscheinend funktionieren. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal an. Also Kristall haben wir angeklickt. Jetzt haben wir einen 5-Minuten-Buff drauf. Und das Ganze ist jetzt hier so ein bisschen astral, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt müssen wir einmal hier zu dem Teich und das Viech fangen. Schauen wir mal, wo wir es haben. Ah, da haben wir den Schimmerling, den können wir jetzt anklicken, oder? Ja. Jetzt habe ich so ein Schimmerling-Ding, okay. Fliegt der mir jetzt? Ach, der fliegt mir jetzt nach, oder? Ah, schau mal an. Und den bringen wir jetzt hier zu dem Glublub. Ich weiß jetzt nicht, ob du warten musst, bis er nachkommt, aber er scheint schon relativ zügig zu sein. Okay. Und hier heißt, dass man statisches Fliegen benutzen soll. Also das werden wir uns jetzt auch gleich anschauen. Ist er noch da? Ja, ich glaube, der tigert mir noch nach. Weil der soll irgendwo rumfliegen anscheinend. Heißt, wir stellen das jetzt mal kurz um. Und dann gucken wir mal, ob wir ihn finden können. So, also unser kleiner Falter, der ist noch am Start. Ah, nee, der fliegt nicht rum. Okay, so viel dazu. Der futtert ihn einfach. Ich dachte, man muss ihm einen Freund bringen oder so, aber nein. Der futtert ihn einfach weg und wir kriegen unser Achievement. Also das mit dem statischen Fliegen braucht er jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich bin jetzt zwischendrin ein paar Mal angehalten. Ich weiß jetzt nicht, wenn er zu schnell herfliegt, kann es natürlich sein, dass dieses kleine Viech quasi nicht hinterherkommt und ihr dann nochmal zurück müsst. Ne? Aber so hat es eigentlich auch funktioniert. Und ja, mehr ist es tatsächlich nicht. Also wie gesagt, ihr müsst den Kristall eintüten, dann dieses Mottenpad quasi mitnehmen und zu dem NPC. Wir sind jetzt hier auf den Koordinaten 44, 50. Juti, damit sind wir schon durch mit dem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.